Freude, Ihnen mitzuteilen, dass das Direktorium der Gesellschaft zur Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen für das Jahr 2009 Herrn Professor Dr. Andrea Riccardi, Riccardi mit 2C und I am Ende, ein Historiker und den Gründer der Gemeinschaft San Egidio, gewählt hat. Wir haben Herrn Riccardi angerufen nach unserem Votum und er hat sich sehr erfreut gezeigt. Er kennt den Karlspreis, er kennt auch Aachen. Er war 2003 hier zum Weltfriedensgebet und äußerte dann auch, dass er sich freut, gerade zu einem solchen Anlass wieder nach Aachen kommen zu können. Ich darf vielleicht etwas weiter noch unsere Motivation und Begründung hier verlesen aus dem Schlusspassus der Pressemitteilung, die wir Ihnen noch ausgehändigt haben. Mit Professor Dr. Andrea Riccardi ehrt das Karlspreis-Direktorium einen großen Europäer, der im besten Sinne der Nächstenliebe und der Nächstenhilfe in den Dienst seiner Mitmenschen sich gestellt hat, der mit leidenschaftlichem Engagement für die Verständigung für alle konfessionellen und nationalen Grenzen, über alle konfessionellen und nationalen Grenzen hinweg eintritt und der mit der Gemeinschaft von San Egidio einen bedeutenden Beitrag für eine friedlichere und gerechtere Welt leistet. In seiner rund 40-jährigen Arbeit hat Andrea Riccardi damit ein herausragendes und beispielgebendes Zeichen für die europäischen Werte des Friedens, der Solidarität und der Menschenwürde und darauf basierend zivilgesellschaftliches Engagement für eine bessere Welt gesetzt. Jetzt kommt ein Zitat von ihm, das er anlässlich des Weltfriedensgebets in 2003 hier in Aachen formuliert hat. Aachen im Herzen Europas, reich an Geschichte und schon immer Knotenpunkt der Begegnung, wird die Hauptstadt des Friedens und Symbol der alten und der neuen europäischen Realität sein. Dialog und nicht Konfrontation. Soweit kurz zusammengefasst nochmal unsere Begründung und unsere Motivation. Wir wollen darauf hinweisen, dass das politische Europa durchaus jetzt in der Finanzkrise seine Stärke gezeigt hat. Wir erkennen an, dass die Schutzschirme, die zur Rettung der gesamten Weltwirtschaft gestellt worden sind, maßgeblich von Europa ausgegangen sind und dass wir uns auch in der Einigkeit, die dabei gezeigt worden ist, als Bürger aufgehoben fühlen. Wir müssen natürlich andererseits auch sagen, dass das politische Europa das große Ziel, den Grundlagenvertrag, noch nicht erreicht hat und dass trotz des negativen irischen Referendums, da bis zum Jahresende keine Schritte nach vorne gemacht werden konnten. Das Karlspreis-Direktorium hat sich deshalb bewusst, ich sage ganz ausdrücklich bewusst, für einen Preisträger entschieden, der selbst das Europa der gesellschaftlichen Werte mit großer Leidenschaft lebt und der diese europäischen Werte auch in die Welt, vor allem in den Mittelmeerraum, in den afrikanischen Kontinent hineinträgt. Sie hörten es schon, Andrea Riccardi ist Professor für Neuere Geschichte. Er ist 58 Jahre alt, verheiratet, Italiener, übrigens der fünfte italienische Preisträger in der Karlspreisgeschichte, und er lebt in Rom. Er hat mit einigen Freunden 1968 die Gemeinschaft Sant'Egidio gegründet, eine katholische Gemeinschaft, die aus diesem Bewusstsein heraus durchaus in Rom zunächst selbst viel soziales Engagement in den ärmeren Stadtvierteln, vor allem natürlich in Trastevere, gezeigt hat, indem man in die Familien gegangen ist, Familienhilfen geleistet hat, den Kindern Nachhilfestunden für warmes Essen gesorgt hat, auch für Bekleidung. Das war eine etwas andere 68er-Bewegung
als die wir aus den Geschichtsbüchern oder aus eigenem Erleben noch kennen.